Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu MyTest, der letzten Folge für diese Woche. Yay! Auf los geht's los. Hoffe ich doch. Na komm. Was konnte hier nicht angehen hier? Was ist denn los? Mein lieber Herr von dem zu Gesangsverein. So, ist die Kiste zu? Die Kiste ist einfach immer noch offen. Was zur Hölle? Shutdown. Achso, ja, okay. Dann müssen wir als Worker anmelden. Warum ist die Kiste denn die ganze Zeit noch offen? Das macht halt so überhaupt keinen Sinn. Egal. Oh, jetzt komme ich nicht mehr rein. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Da können wir die Fenster gleich wieder hier anbauen, wenn wir eh nicht reinkommen. Leck mich. Okay, in Einrichtung. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist, ja. Ich glaube, wir werden eine ganze Menge, also. Was wir auf jeden Fall am meisten brauchen, ist Plastik. Plastik bekommen wir aber extrem einfach, weil Plastik wird einfach aus Blättern gemacht. Also aus Blättern kriegen wir dieses Ölextrakt und mit dem Ölextrakt können wir dann irgendwie, weiß nicht, ob es da noch einen Zwischenschritt gibt, aber irgendwie kriegen wir dann daraus dann das Plastik. Also das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir für die meisten elektronischen Sachen wahrscheinlich auch noch Eisen brauchen werden. Und das ist dann schon eher das Problem. Gucken wir einfach mal kurz rum. Also, wir brauchen auf jeden Fall ein Bett. Das ist ganz klar. Wolle haben wir, glaube ich, keine. Ach, wow. War ich gerade hinten? Alter. Wow, wir werden jetzt ewig immer ums Haus drum herum laufen dürfen. Das freut mich jetzt schon. Das ist Bullshit. Wolle haben wir eine. Boah, ernsthaft jetzt? Gibt's hier keine fucking Schafe? Das ist jetzt nicht so gut. Andererseits, wenn wir jetzt Baumwolle, wie viel haben wir? 7. Wow, da fehlt genau einer. Ach Leute, was ist denn hier los? Das ist deprimierend. Und zwar total deprimierend. Wir brauchen Wolle. Und zwar mindestens einmal. Also, genau. Also entweder einmal Wolle oder einmal so ein Wollknäuel oder wie auch immer man das nennt. Wo kriegen wir jetzt am dümmsten Wolle her? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keinen Plan. Das die Kiste, der die ganze Zeit offen ist. Ich bin gerade ein bisschen auf den Sack. Warum tut das so? Warum ist das so? Ist doch normalerweise nur, wenn jemand dran ist, aber außer mir ist doch gerade gar keiner an, oder? Leute, keins ist da rausgegangen. Oder sie ist gerade rausgegangen, als sie gerade an der Kiste war und dementsprechend, ja. Wäre das dann auch wieder ein Bug von Engine. Yay. Ist ja begeisternd. Machen wir jetzt gut, okay. Also das Bett können wir erstmal nicht machen. Gucken wir mal direkt zum nächsten. Ach, selbst schon wieder. Also bin gerade am Verhungern. Das ist aber sehr schön. Das ist aber wunderbar. Haben wir noch mehr Äpfel? Ja, da haben wir noch mehr Äpfel. Okay. Okay. Also. Genau, das ist das Zeug, aus dem wir Plaste machen. Also erstmal bekommen wir das hier. Aus ganz vielen Blättern bekommen wir dieses komische Ölextrakt. Daraus machen wir dann dieses komische unkomprimierte Paraffin. Und daraus bekommen wir dann diese Plastikstücke. Und aus diesem Plastikstück können wir dann alles andere machen. Zum Beispiel Pipes.
Und da sieht man schon, nahezu alles, was man hier so machen kann, braucht in irgendeiner Art und Weise Plastik. Sieht man ja schon hier, 60 Sachen brauchen Plastik. Also wir brauchen nahezu für alles einfach Plastik. Sieht man ja auch in der Realität, ne? Egal was man... Selbst Sachen, wo an sich kein Plastik drin ist, bestehen aus Plastik. Das ist... Na gut, mittlerweile besteht sowieso alles aus Plastik, selbst Nahrung besteht aus Plastik. Weil diese ganze Mikroplastikzeug einfach mittlerweile überall drin ist. Also bestehen wir Menschen quasi mittlerweile auch aus Plastik. Yay! Was für eine Vorstellung. Wow. Okay. Da kommen wir jetzt aber nicht weiter. Also zuallererst brauchen wir einen Ofen. Funa. Ah. Okay. Wie machen wir anders? Wir machen mal Home-Dekor. Okay. So, was können wir gebrauchen? Wir brauchen auf jeden Fall Sessel, aber dafür brauchen wir auf jeden Fall auch Wolle. Also können wir das schon mal vergessen. Okay, das macht voll Sinn. Ja, man kriegt einen Sessel, indem man einen Sessel und Farbe zusammennimmt. Da hätte ich noch eine Frage. Wie zur Hölle bekommt man denn den ersten Sessel? Ah, geht doch. Ja, genau, wohl. Das war klar. Okay. Wir brauchen also auf jeden Fall extrem viel Wolle. Deckenfarbe ist ja lol. Kann man richtig Tapete machen? Abgehängte Deckenkachel. Kann man damit Sachen einfärben? Und wenn ja, wie? Also was kann man damit alles einfärben? Okay, das klingt interessant. Aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. Also zuallererst brauchen wir irgendwie ein Bett, ne? Ganz klar. In unserem Schlafzimmer brauchen wir ein Bett und einen Tisch. Das heißt, Tisch ist wahrscheinlich nur aus Holz, genau. Und Eisen. Ach, leck mich doch, Mann. Warum für einen Tisch Eisen? Ey, ernsthaft, das ist... Ich hasse euch. Mann. Dann brauchen wir ein Waschbecken. Das ist hier oben. Da brauchen wir auf jeden Fall. Genau, da brauchen wir... Achso. Brauchen wir gar kein Eisen für? Achso, ist nur ein Spiegel. Ja. Ne, ich meinte nicht ein Spiegel, sondern ein Waschbecken. Und für ein Waschbecken brauchen wir noch Eisen. Für den Wasserhahn und so. Wo ist denn der Tisch? Genau, hier sind die ganzen Backöfen und sowas. Hier brauchen wir auf jeden Fall Eisen für. Ja, ist klar. Leck mich halt. Da ist Wasserhahn. Genau, da brauchen wir Eisen für. Warum brauchen wir für den Wasserhahn Wasser? Das Wasser fließt dann zwar durch, ja, aber trotzdem brauchen wir doch zum Herstellen eines Wasserhahns kein Wasser. Okay. So, Stühle. Jetzt gehen wir, wow, hier ist genau wieder das Gleiche. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ein Kitchen Chair wird mit Farbe zu einem Kitchen Chair. Das ist so überhaupt komplett sinnfrei. Okay. Ja, das heißt, Wasser brauchen wir auf jeden Fall Eisen für. Dann wage ich es gar nicht zu gucken, was man für eine Toilette braucht. Weil für eine Toilette werden wir auf jeden Fall Keramik brauchen. Marmor. Okay, hier ist also alles aus Marmor. Ah, okay, also kein Eisen, sondern nur Marmor. Ja gut, wir brauchen Eisen für leere Eimer. Wow. Ja, okay, klar, das Wasser fließt ja durch die Toilette in den... Ja, okay, hab's verstanden. Wow. Okay, heißt also, wir brauchen... früher oder später auch Marmor. Wo bekommen wir Marmor her? Alter, jetzt haben wir durch die ganzen uninteressanten Sachen. Aha. Aus Lehm.
Okay, Leben bekommen wir relativ einfach her. Ja? Das ist hier überall im Wasser. Und was war das andere? Das andere war Teer, oder? Sah es mindestens aus? Ja, Leben und Teer. Aus Lehm und Teer wird Marmor? Wie soll bitte schön aus Teer etwas Weißes werden? Weil Marmor ist doch richtig weiß, oder nicht? Keine Ahnung. Ich dachte, Marmor ist ein Naturelement, was in der Natur vorkommt. Oder? Doch, Marmor ist doch ein Gestein. Also, Naturgestein, was man so in der Natur vorfindet. Ey, siehst du, könnt ihr auch so eine Buntglasplatten für die Buletten, für die Buletten. Für die Toiletten benutzen. Ja, das wäre gar nicht mal. Das wäre tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Einfach just for fun, wäre das gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist die Farben. Haben wir alle Farben zusammen? Rot haben wir garantiert nicht, weil so wie ich weiß. Also wir haben doch Rot haben wir haben Blau, wir haben Gelb und Grün bekommen wir aus Gras, glaube. Kann ich mal ganz kurz gucken, woraus bekommen wir Grün? Achso, aus Mischen, okay, dann war es also sowieso. Könnten wir das tatsächlich mal kopieren. Ein bisschen Buntglas herstellen für die Toilettenfenster. Glas. Ja, kann ich das irgendwie zurückwandeln? Nee, ne? Ne. Kann ich nicht zurückwandeln. Na gut, das heißt, wir müssen neue Glassteine produzieren. So, damit ich nicht wieder zu viel produziere, gucken wir jetzt genau. Man bekommt drei Glasscheiben aus einer Glasscheibe. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 6 Glasscheiben. Das ist ganz geil. Das heißt, wir brauchen 6 Glasscheiben. Wir brauchen also das zweimal. Und das bekommt man 16 Mal. Aber wir brauchen 6 Mal Glas. 6 Mal Glas und wir haben bisher kein Glas. Genau, wir haben genauso viele produziert, wie wir hier verbrauchten. Das heißt, ich muss nochmal 6 Mal Glas machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danke dafür. Du da oben rein. Unsere Pflanzen. Ja, unsere Pflanzen sind fertig. Ja. Wow, dann kann ich endlich ein Bett bauen. Geilomato. Oh, noch nicht, okay. Noch nicht alles fertig, aber. Was? Ich bin voll? Scheiße. Wow, das war jetzt mal wieder typisch. Scheiße hier überall. Oh, Alter, Sonne kommt gerade raus. Wird auf einmal so hell im Zimmer. Was noch? Das kann weg, das kann weg. Schon ist meine Kiste voll. Oh, danke dafür. Egal, hierfür reicht's. Glaube ich mal. Weiß ich was gar nicht. Wahrscheinlich reicht es nicht. Doch, reicht. Sehr schön. So, Karton, wo ist der? Wo sind die Samen? Habe ich jetzt weggepackt? Oh, ich möchte sterben. Ja, habe ich natürlich weggepackt. Warum auch nicht? Ist ja nicht so, als wenn es gerade das Wichtigste wäre hier auf the planet überhaupt. Okay. So, dann brauchen wir Reis. Davon haben wir relativ wenig. Und diese beiden neueren Sorten. Also dich und wo ist das andere? Da. So, wir haben drei Reihen. Dann machen wir einfach mal jeweils immer eine Reihe. Sollte da ganz gut passen. Easy peasy. Wir brauchen ein größeres Feld. Ich glaube, ich brauche hier auch nochmal ein Feld. Habe ich noch eine Hake? Ja, habe ich. Gut, das heißt, ich brauche Erde und eine Harke. Ich glaube, ich muss das Feld lieber in die Richtung, weil in die Richtung ist ja so ein Durchfahrgebiet. Mache ich lieber in die Richtung, hier stört es weniger. Ich meine, es waren ja keine Boote, aber jetzt sind Gewinne. Man sollte ja doch schon ein bisschen realistisch bleiben. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir machen sogar keine Vegetation kaputt. 1, 2, 3, 4, 5.
5. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4. Ich hätte auch darunter erstmal die ganze Erde abbauen können. So wie ich es da gemacht habe. Fuck! Haben wir eine Schippe? Nein, haben wir nicht. Wir haben noch einmal Eisen. Achso, wir haben Bronze. Wir haben zum Glück massig Bronze. Dann baue ich mal ganz kurz eine Schippe. Oh, ich habe schon wieder so viel mit einmal hier zu tun. Hilfe! Okay. Damit habe ich dann einen Stack Overflow. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich jetzt gerade mache. Blätter kommen erstmal raus. Oh, Alter, erstmal hier sortieren. Das sehe ich gerade hier. Komplett Bambuse. Haben wir noch mehr Blätter hier? Nein. Blätter. Gerste kann erstmal hier mit rein. Gerste und das andere Zeug. Was ist das andere Zeug? Da. Nein. Was hab ich jetzt gerade weggepackt? Keine Ahnung. Interessiert keinen. So, was soll ich jetzt machen? Genau, Schippe. Ich wollte eine Schippe bauen. Das heißt, ich brauche dich. Dann kommst du einmal. Du. Und einmal du. Haben wir eine schicke, wunderbare Schippe. Komm her. So. Bam. Dann kann der Rest da wieder rein. Kommst nach da. Und die Stöcker bleiben im Inventar. Ah, passt sogar. Da und da, fertig. Alles voll. So, und jetzt brauchen wir hier... Ups. Ey, war sogar ganz geil. Jetzt fließt das Wasser hier nicht rein. Lol. War alles geplant. Eins, zwei, drei... Genau, das war immer zu viel. Sehr schön. Hier war es auch, genau. Perfekt. 1, 2, 3, 4. So, wenn ich jetzt noch weitermache, genau, kommt hier wieder viel Wasser. Sehr schön. Ey, siehst du, habe ich eine richtig gute Idee. Können wir nämlich hier genau das gleiche machen. So, so und so. Dann können wir hier jetzt wieder hin machen. Und dann haben wir jetzt quasi hier Dunkelheit. Dann haben wir jetzt quasi hier eine Fläche. Was? Achso, ja, ist auch richtig. Wo wir einfach Sachen abbauen können. Achso, na gut, das funktioniert dann also nicht. Ach so, nee, halt. Über uns fehlt noch einmal Erde. Deswegen. Ich wollte gerade sagen, warum funktioniert das hier gerade nicht? Aber eben, die über uns fehlt noch einmal Erde. Dachte schon, mein Plan funktioniert nicht. Das wäre Betrug gewesen. So, das können wir nämlich hier wunderbar... Okay, dich lassen wir mal da. Können wir hier wunderbar alles abbauen. Haben wir richtig schön für Erde. Erde und Sand. Haben wir hier eine richtig schöne kleine Mine. Quasi. So, hier machen wir noch auch mal Kerzen rein, damit hier keine Monster spawnen oder ähnliches. Und damit wir selber auch noch was sehen, gerade hier bei YouTube, ist das ja mit dunklen Sachen immer nicht ganz so gut zu sehen.
Sehr schön, haben ganz viel Erde, ganz viel Zuckersand. Können wir ganz viel Glas machen. Ist doch geil. Okay, reicht das mal. Sehr schön. Easy, ist doch cool. Lol. So. Okay. So, das kann nämlich das hier nochmal hier mit hin. Warum mit sie war, weiß ich gerade nicht. Ich muss einfach mal so rum. Schau mal richtig rum. Ja doch, ist richtig rum. Okay, sehr schön. Ach komm. Easy. So, dann haben wir da nochmal eine richtig schöne Fläche. Haben wir auch nochmal ein richtig schön großes Feld. Geilomato, läuft doch. So. Und wir haben jetzt endlich mal genug Wolle, um uns ein Bett zu bauen. Das heißt, dreimal Holz. Ach halt, nein, halt. Erstmal ein bisschen hier aus Wolle machen. 1, 2, 3. Nein, machen wir mal richtig. Jetzt hier noch ein Stock. Wie war denn das? Ah, okay, so. Weil wir wollen ja ein schönes Bett und kein normales Bett haben, ne? Man muss ja auch Ansprüche ans Leben haben, an das Leben haben. So, ich würde mal sagen, unser Bett kommt mit in die Toilette rein. Einfach, weil es bequem ist. Stimmt, was laber ich hier eigentlich? Eben, die Küche sollte hier mit in die Wohnstube rein. Das sollte hier das Schlafzimmer werden. Ich schon wieder. Gut, im Schlafzimmer kommt das Bett einmal schön an die Wand, hinten in die Ecke. Da ist schon kuschelig warm. Wobei, ich hätte hier gerne noch einen Ofen, damit man es wirklich schön kuschelig warm hat. Ne, komm, wir machen das doch hier hin. Der Ofen kommt hier auf die andere Seite. Wenn überhaupt. So, das heißt, wir brauchen erstmal, haben wir Bruchstein? Müssten wir ja haben eigentlich. Und was? Schon wieder fertig, Alter. Was ist denn hier los? Also für Kakao können wir bald hier, ne, da haben wir bald mehr als genug. Oder wir haben eigentlich schon mehr als genug. Naja, mehr als wir jetzt brauchen auf jeden Fall. Mehr als genug kann man sich drüber streiten. Ist ja immer so eine Sache mit, man kann eigentlich nie mehr als genug haben. Ne, von daher. Aber mehr als wir jetzt brauchen auf jeden Fall. Das Schöne ist, man kann aus den Kakao, glaube ich, Kekse machen. Wobei, nee, da brauchen wir Mehl. Oder? Keine Ahnung. Ist hier auch egal. So, ey, wir haben fast 2 Stacks Kakao. Das ist abartig. So, was wir brauchen ist Bruchstein. Bruchstein? Ja, wir haben Bruchstein. Sehr schön. Dann machen wir uns daraus erstmal ein paar Kamine. Ich mache mal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir nämlich 2x3 Kamine. Ich mache nämlich immer so ein Dreierkaminkonstrukt. Und hieraus brauchen wir jetzt Schrägen. Für eine Schräge brauchen wir die Wege. So, ach du Scheiße. Wo haben wir das denn? Hier, das brauchen wir. Aber wir brauchen nur 4. Wobei, halt. Nein, wir brauchen hiervon. Hiervon brauchen wir 2. Danke. Und was wir noch brauchen, sind diese ganz flachen. Wo sind die flachen? Hallo? Da. Hier brauchen wir wahrscheinlich, ich nehme mal 2. Und hier nochmal 2. Oh, hat genau gepasst. Ah ja, klar, weil die sich ja wollen sich ergänzen. Das heißt, er verwertet den Rest sogar wieder. Ist das geil. LOL. Okay, die Werkbank ist wesentlich geiler als ich dachte. Weil das Kranke ist, wenn wir es doch nicht brauchen, hier können wir die Bette einfach wieder zusammensetzen. Haben wieder unser Originalstein. Und hier genau das gleiche können wir auch wieder zusammensetzen und haben auch wieder unser Originalstein. Das heißt, wir können davon eigentlich gar nicht zu viel produzieren. Das ist geil. Das ist krank, das ist cool. Gefällt mir gerade ein bisschen.
So, und jetzt machen wir nämlich genau das. Achso, jetzt habe ich unser Gestein vergessen. Das brauchen wir bitte. Oh nee, habe ich doch dabei. Wisst ihr was? Nee, komm, lassen wir. Das ist. Nee, machen wir direkt wieder zurück. Das soll ja später mein Schornstein werden. Und den Schornstein machen wir aber aus Bruchstein. Sieht, glaube ich, besser aus. So, das heißt, wir brauchen hier von zwei. Easy peasy. Du kommst nach da. Du kommst nach. Oh Mann. Du kommst nach da. Fertig. So. Das heißt, wir haben einmal hier hinten im Schlafzimmer. Haben wir einmal einen Kamin. Der geht zur Breite. Das heißt, du musst jetzt darauf. Und dann war ja wieder klar. Haben wir Schraubendreher? Ja, haben wir. Ach, Alter. Oh, dieses ständige Rumrennen. Ist ja hier auch eine Sache für sich. Also, Schraubendreher war hier drin? Ja, perfekt. Danke. Oh. Danke. Ja. Wir sind chronisch überlastet. Wir sollten hier drin auch endlich mal die ersten Kisten aufstellen. Schon mal dafür, damit wir endlich mal die Kisten loswerden und nicht immer rausrennen müssen. Das ist ja hier abartig. Nein. Ich brauche den Schraubendreher. Das ist der hier. Dankeschön. So. Genau, und jetzt links rum. Perfekt. Ja, langsam kriege ich heraus, wie das mit dem Schraubendreher funktioniert. Erstmal muss ich mit Rechtsklick machen. Ups, das war die falsche. Oh, Scheiße. Das war einmal die harte Schräge. Ich brauche ja diese glatte. 1, 2, 3. Och nein, das gibt's doch gar nicht. Alter, das ist aber hier wirklich. Dieser Schraubendreher, der geht mir echt hart auf den Sack. Geht doch. So, und jetzt kommt hier nämlich unser. Och, leck mich, Alter. Und jetzt kommt hier nämlich unser Schornstein hoch. Badam, easy. Und das ist jetzt, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ist aber so, weil normalerweise wird das Ganze nämlich ein bisschen anders. Normalerweise geht das Ganze nämlich, normalerweise geht das Ganze nämlich so hier. Und schon sieht es nicht mehr so scheiße aus. Aber hier, weil der ist halt in der Ecke ist, deswegen macht es hier lieber so. Und so sieht halt mein normaler klassischer Kamin aus. Stylisch. So, dann haben wir hier ein schön warmes Zimmer. Und hier haben wir einen für die Küche. Ja. Müssen wir mal schauen. So, easy. Geile Mato. So, jetzt haben wir also doch noch 1 zu 4. Das heißt, wenn wir es später doch nochmal brauchen, können wir es ja nochmal produzieren. Achso, das war jetzt natürlich komplett sinnfrei. Danke. Jetzt aber erstmal sollte das mit den Kaminen so passen. Easy. Können wir eigentlich auch gleich unseren Schlafpunkt setzen. Weiß gar nicht, ob das geht. Egal, lassen wir einfach. Wir haben ja sowieso unseren Homepunkt gesetzt. Am besten setze ich meinen Homepunkt nochmal direkt auf dem Bett. So, set home und wow, sehr schön, wow, richtig bunt jetzt gerade hier, lol, es weihnachtet sehr, süß, echt süß. So, das heißt, die Betten haben wir schon mal. Als nächstes müssen wir uns dann auf die Suche machen nach Keramik. Das wird ein Heidenspaß. Ich meine, wie ich an Lehm rankomme, ist kein Problem, weil Lehm wächst hier, wächst klar. Nee, Lehm ist hier im Wasser. Die Sache ist, ich weiß gerade gar nicht, wie man Teer macht.
Da schauen wir mal ganz kurz. Tear auf Englisch ist Tar, ne? Ja. Ach so, Holz verbrennen. Was? Kommt denn nicht eigentlich normalerweise Braunkohle raus? Oder ist das nur bei dem einen Holz so, dass... Nee, ist Kiefernholz, das ist normales Holz. Oh, Holzkohle gibt's hier gar nicht scheinbar. Kohleblock. Warte mal kurz. Torch. Aus was kann man alles Torch machen? Ja, nur aus normaler Kohle. Das heißt also, Holzkohle gibt's hier gar nicht. LOL. Na gut, dann ist es halt so. Gut, da heißt also, Tar kriegt man, indem man Bäume verbrennt. Cool. Dann kriegen wir das ja doch relativ schnell. Dann brauchen wir also wirklich eigentlich nur nur Lehm. Das heißt, dann werden wir uns mal nächste Woche dann, die Folge ist jetzt quasi schon wieder vorbei, werden wir uns dann nächste Woche mal auf eine kleine Lehmtour begeben. Und dann ja, ganz viel Lehm abbauen und daraus dann Marmor machen. Das wäre mir persönlich ganz lieb. Da haben wir nämlich Marmor. Geil. Okay, gut, dann heißt das für diese Woche erstmal Feierabend. Hoffentlich ist in der nächsten Woche die Kiste wieder zu. Ja. Können wir ganz kurz das kleine Special... Nee, Quatsch. Alles gut. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für diese Woche. Mal gucken, nächste Woche müsste, glaube ich, erstmal wieder mein Klon dran sein. Muss mal gucken, ob ich darauf Lust habe, ob das überhaupt dran ist. Oder ob ich doch wieder Creative mache. Einfach, weil ich Creative gerade Spaß finde. Nein, weil es mir gerade Spaß macht mit Creative. Also mit dem Creative-Server. Ja. Mal gucken mal, denn werdet ihr ja sehen, was von online kommt. Auf jeden Fall für diese Woche erstmal Schau mit V, dann sehen wir uns alsbald wieder.